Hallo, ich heiße Henrike und ich lebe in der Schweiz. Ich freue mich, euch heute meine christlichen Wurzeln, die Baptisten, vorzustellen. Schon als Kind besuchte ich mit meiner Familie eine Baptistengemeinde in der DDR, im Osten von Deutschland. Mit 14 Jahren ließ ich mich taufen und erst dann war ich auch Mitglied in der Gemeinde. Jeden Sonntag feiern wir zusammen Gottesdienst mit viel Musik, auch Lobpreis, einer Predigt und Gebet. Etwa einmal im Monat feiern wir das Abendmahl miteinander. Die Kinder, die gehen in den Kindergottesdienst, aber nach dem Gottesdienst trifft man sich als Gemeinde zusammen zu Kaffee und Keksen. Zum Gemeindeleben gehören auch Hauskreise, die sich unter der Woche treffen, um miteinander in der Bibel zu lesen und sich auszutauschen. Denn für die Baptisten ist es ganz wichtig, so habe ich das kennengelernt, dass man miteinander das Leben teilt und füreinander da ist. Und das nicht nur am Sonntag, sondern auch unter der Woche. Die erste deutsche Baptistengemeinde wurde im 19. Jahrhundert gegründet in Hamburg von Johann Gerhard Onken. Er war in England zum Glauben gekommen und ließ sich dann in Hamburg in der Elbe taufen und gründete am Tag darauf dann mit seiner Frau und einigen anderen Christen zusammen die erste Baptistengemeinde von Deutschland in seiner Wohnung. Wie der Name sagt, ist die Taufe auf das Bekenntnis hin aufgrund des Glaubens ein sehr wichtiges Merkmal. Jugendliche und Erwachsene werden getauft, weil sie sich für Jesus Christus entschieden haben. Und das kann auch in einem See sein, diese Taufe. So taufen wir dich auf deinen Glauben im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Somit gehören also die Baptisten, die Baptistengemeinden zur Täuferbewegung der Reformation. Weltweit gibt es in über 120 Ländern Baptistengemeinden, die in einem Weltbund, dem Weltbund der Baptisten, vereint werden. Auch Deutschland hat so einen Bund, der die einzelnen Gemeinden zusammenhält, wobei jede Ortsgemeinde eine große Entscheidungskompetenz hat. Die Gemeinde jeweils wird aus einem Gremium von Pastor und Laien geleitet. Ich habe Baptistengemeinden als sehr bunte, familiäre und lebendige Gemeinden kennengelernt. Und vielleicht habt ihr jetzt Lust und seid neugierig geworden, mal eine Baptistengemeinde in eurer Nähe zu besuchen. Vielen Dank.